Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Patch 1.11.4 steht vor der Tür, wird am Donnerstag, dem 8.9.2022 um 19 Uhr aufgespielt. Normalerweise sind die Server dann immer, ja, so eine Stunde, anderthalb sind die dann offline. Und wir sehen in diesem neuen Update halt ein neues Monster, neue Waffen oder Rüstung und Waffentypen sozusagen von diesem Fenrir. Und wir sehen halt ein bisschen Quests, die weitergeführt werden und wir werden eine neue Zelle sehen. Also schauen wir uns das Ganze mal an, was sie hier schreiben und gehen so auf die wichtigsten Punkte, sage ich mal, ein. Fenrir und Earthshaper Fenrir. Jage den Fenrir, die entwickelte Version des verspurten Emberman. Dieser Behemoth verfügt über einen Satz neuer Angriffe, bla bla bla, und er ist super schwer. Ja, besiegt den Fenrir und ihr könnt euch dann die neuen Fenrir-Waffen und die Rüstungssets herstellen, die selbst Terra-Plattformen erschaffen, die Waffen-Special ist dann, dass man selbst Terra-Plattformen erschaffen kann, die beim Zerfall unter sich Schaden verursachen. Ja, ich kann hier bei playdauntless.com, könnte ich jetzt so einen Trailer einblenden, könnte mir das alles mal reinziehen und so weiter. Auch den Kampf gegen Fenrir kann man sich schon ansehen. Hier das Aussehen ist ja schon gespoilert. Also ich möchte das irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich möchte das am Donnerstag so persönlich erleben, weil so viel meines Erachtens bietet das neue Update auch nicht. Und da bin ich wenigstens froh, wenn ich ein neues Monster und die neuen Waffen und so, wenn ich dann noch nicht so viel davon weiß. Ich hoffe, ihr geht da mit mir, dass ich dann noch nicht so krass davon berichte. Das werde ich dann Freitag oder Sonntag nachholen. Ja, dass ich euch da so ein bisschen Einblick drüber gebe, dass wir uns die Waffen wirklich mal konkret angucken, den Kampf gegen ihn konkret angucken und dann auch angucken, ja, was die Rüstung so zu bieten hat. Dann gibt es einen neuen Technikvorteil, Bezwingung, der wird wahrscheinlich dann auch auf der Rüstung oder Waffe drauf sein, mal gucken. Ein Behemoth zu unterbrechen stellt Ausdauer wieder her und verleiht erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Bei plus 6 entfernt Bezwingung auch vorübergehend sämtliche Ausdauerkosten. Ja, muss man gucken. Sämtliche Ausdauerkosten, wenn man das Monster unterbrochen hat, oder was? Ja, also generell muss ich sagen, mein erster Gedanke war, was ist denn das für ein Bullshit? Und dann habe ich aber jetzt bei Twitter gelesen und auch bei uns schon auf dem Discord, haben Leute schon geschrieben, oh, das kann ich gut nutzen, das kann ich für die Omnizelle Sturm zum Beispiel irgendwie nutzen. Solche Kommentare habe ich da schon vernommen, habe da nicht weiter recherchiert und so. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr die Zelle hier nutzen und wenn ja, zu welchem Zweck? Also, keine Ahnung, klar, ich unterbreche ein Behemoth, da habe ich manchmal das Problem, nicht schnell genug bei dem zu sein, so auf die Tour. Also ich kann schneller zum Behemoth hin oder meine Ausdauer ist, weil ich zum Beispiel mit dem Speer die ganze Zeit rumwirble unten und da komme ich sogar ganz schwerfällig nur zum Monster und das steht fast schon wieder auf, wenn ich es unterbrochen habe. Die Probleme habe ich ja manchmal mit meinen Builds und so. Ja, aber, boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Finde ich jetzt irgendwie nicht so der Bringer, da zwei Zellenplätze dafür auszugeben. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt, wie ihr das seht, wie ihr das Ganze einbaut. Ja, und dann diese Inselabenteuer werden weiter gemacht. Oder ja, kann man weiter abschließen. Ich glaube, vor einer Woche oder zwei gab es dann dieser Garten. Vor zwei Wochen ist der eingeführt worden. Ich glaube, ich habe da gar nicht drüber berichtet, weil die Updates wirklich fast gar nichts beinhaltet haben. Jetzt ist wenigstens mal ein bisschen was drin. Und ja, wenn halt kaum was drin ist, berichte ich halt auch nichts. Ja, da konnte man so eine Questreihe abschließen und so weiter. Das sollte ich vielleicht doch mal zeigen. Und da ist es jetzt halt so, dass man hier die Inselabenteuer, die Saat da weitermachen kann. Entdecke den wahren Grund, aus dem die Farslayer-Gärtnerin Aulriks Gipfel gewählt hat, um sich niederzulassen. Tauche in die verworrene Geschichte von Aulrik Maas ein, einem angeblichen Erkunder, und hilf, einen großen Schatz zu bergen, der einst den Farslayern von Wipfelheim gehörte. Slayer können diese Inselabenteuer nur freischalten, indem sie die erste Questreihe der Farslayer-Gärtnerin abschließen und den Umschmiedeknoten auf dem Weg des Slayers freischalten. Also ganz wichtig hier, die Questline abschließen und den Umschmiedeknoten halt da freischalten. Weitere kleine Inselabenteuer erscheinen in zukünftigen Patches. Jeder davon soll neuen Slayern neue Möglichkeiten eröffnen, Geschichten über die Shattered Isles aufzudecken und gleichzeitig zu Schlüsselmomenten der Waffenerfahrung einen Schub zu verleihen. Ja, gut.
Ja, wir haben euer Feedback zur Klarheit und Verlässlichkeit der ersten Abenteuerquests erhört und arbeiten daran, es umzusetzen. Wir suchen auch nach Wegen, zukünftige Abenteuer von normalen Quests abzuheben. Ach, immer dieses Hin und Her, ne? Dann hast du nachher wieder zu viele Symbole, dann ärgern sie sich wieder. Oh, wir haben zu viele Symbole, wir haben es vereinfacht. Alles sind jetzt wieder normale Quests. Also, die machen mich wahnsinnig. Immer mit diesem Hin und Her. Ja, also generell auch diese Inselabenteuer. Ja, keine Ahnung. Die haben mich jetzt auch im Spiel gar nicht so angelockt. So von wegen, ey, mach das, das ist irgendwie wichtig oder sowas. Keine Ahnung, konnte man auf irgendeiner Insel da irgendwas machen. Ich hab's bis heute nicht gemacht. Hab da nur von irgendwelchen Bugs auch gehört, dass man irgendwelche Pflanzen nicht einsammeln konnte oder sowas. Ich weiß gar nicht, mir gibt das gar nichts. Wenn da nicht, da wurde auch spekuliert, Garten und die Saat. Vielleicht wird so ein eigener Garten freigeschaltet und so weiter. Ja, komm, ey, Leute, dann macht das aber irgendwie direkt. Oder spätestens jetzt. Spätestens jetzt, ey, hier, ihr habt einen neuen Garten. Ihr habt selbst einen Garten als Helden. Und dann macht das auch irgendwie. Keine Ahnung, also es ist irgendwie merkwürdig. Ja, und dann geht auch hier diese schreckliche Entdeckung. Die Geschichte geht weiter. Also auch solche kleinen Quests, die man da so abschließen kann. Ja, und das interessiert mich eigentlich alles gar nicht so wesentlich. Ja, und dann die Quality of Life, Balance-Änderungen und behobene Fehler sind auch Kleinkram. Irgendwelche Quests, sag ich mal, die man jetzt schneller oder leichter abschließen kann und so sowas. Also Farbstoffe, die man da irgendwie schneller bekommt. Dann bei der Mission Sporenprobleme, also man kann ja auch Missionen anwählen. Dort erscheint natürlich jetzt der Fenrir in dieser Mission. Ist vielleicht ganz cool, um den dann einfach so zu farmen, ohne auf der Insel den suchen zu müssen und so ein Quatsch. Ja, deswegen kann man vielleicht einfach Mission Sporenprobleme zocken, um den dann halt anzugehen. Ja, beim Phalanx und Kettenklingen, da haben sie so ein bisschen was verändert. Wirklich absoluter Kleinkram, könnt ihr euch bei playdauntless.com durchlesen. Und das war's wirklich schon. Also es ist wirklich nicht der Rede wert. Im Prinzip geht's nur um den Fenrir, um diese neue Version, Waffe und Rüstung. Und dann halt diese Technikzelle, die neue. Und dann halt auch diese Inselabenteuer, die weitergeführt werden. Mehr ist es leider nicht. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich wirklich sagen. Wirklich, wie ich eben gesagt habe, dass da vielleicht der Garten da kommt. Oder dass diese neue Technikzelle wirklich deutlich besser ist, so aus meiner Sicht. Irgendwie stand da ja auch in der Beschreibung, wenn sie diese Zelle damit meinten, stand ja auf der Roadmap irgendwie sowas von wegen, ja, umso besser ihr spielt, umso besser ist die Zelle so auf die Tour. Also das klang für mich wie Raubtier 2.0 oder das klang, ich habe wirklich mir so gedacht, pro Teilbruch wird man vielleicht stärker oder sowas, irgend sowas in der Richtung halt, dass man irgendwas machen muss, um wirklich stärker und kräftiger zu werden und auch, wenn man dann gehittet wird, ist der Vorteil weg oder sowas. An so irgendwas hatte ich schon gedacht, so klang für mich die Beschreibung und das hier ist für mich was ganz anderes. Ja, und dieser Fenrir, das ist mir zumindest mal optisch zu wenig Veränderung. Ich bin gespannt, ob der Kampf dann cool ist, ob die Waffen cool ist. Wie gesagt, da möchte ich jetzt noch nicht weitergehend drüber berichten. Das machen wir dann Freitag oder Sonntag. Ja, und das war's soweit von meiner Seite. Viel Spaß im neuen Update. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was haltet ihr vom Update? Was haltet ihr? Wisst ihr vielleicht schon ein bisschen was? Was haltet ihr von Waffenrüstungen? Was haltet ihr von der Zelle? Wie habt ihr hier diese Quest, diese neue mit dem Garten und der Saat da? Seid ihr die angegangen? Habt ihr da keine Probleme gehabt und so weiter? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Macht das Spaß. Ja, und dann mache ich es auch mal. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.